So, ihr hört im Hintergrund. Moment, ihr hört ihn mal eben nicht. Wir. Erstens herzlich willkommen zurück bei DayZ Standalone. Diesmal spielen wir zu dritt. Manu wie immer dabei, ich Johnny und wir haben auch noch den Flieger dabei. Der in Wirklichkeit Stefan heißt, aber alle nennen ihn Flieger. Und ja, Kumpel von mir, der Serverbesitzer von unserem Arma 2-Server, DayZ. Und ja, jetzt spawne ich auf dem Server und ich beende mich mal wieder. Und ich habe immer noch meine Uhr. Aber ich bin gespawnt. Noch 15 Scheiße, Sekunden. wieso funktionieren meine G-Tasten nicht? Oh Gott, ich bin Balota Airfield. Und ich habe zwei Waffen. Wieso kann ich zwei Waffen haben? Please wait, und jetzt spawn ich auch gerade. Oh, ich hasse es, wenn meine G-Tasten nicht funktionieren. Wieso gehen meine G-Tasten nicht? Das Profil umgestellt. Ich sehe nichts. Oh Gott, hast du dich gerade bei Ach, mir jetzt. eingeloggt? Oder hab ich gerade nochmal nachgeladen? Also, ich bin nicht bei dir. Ich habe mich eben auch erschrocken. Bei mir hätte aber einer wirklich geschossen danach, ne? Ja, aber bei mir, ich hab selber gerade nachgeladen und hab auch den Sound gemacht. Aber jetzt hat voll zeitversetzt danach nochmal irgendwas nachgeladen. Mit dem gleichen Sound, egal. Ich höre keine Schritte, also alles gut. Sound mal eben lauter machen. Ich bin schon lange auf in der Aufnahme. Also, hier. Ihr dürft mal Hallo sagen. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Ah, geil, ich habe so eine kleine Schultasche gefunden. Brauche ich ja auch. Bist du was zu essen? So, wir kommen jetzt. Ich habe nichts mehr zu essen, nein. Nee, ich dachte, bist du was zu essen, weil ich hier so eine Dose gefunden habe. Ach so, okay. Weißt du, was ich gerne hätte? Ein Typ, der jetzt meint, er müsse die Baracken looten. Ich liege nämlich gerade auf dem Tower und ich habe keinen Bock hier runter zu klettern. Und ich habe immer noch die Beine gebrochen, ich kann heulen. Aber es stöhnt vielleicht meine Frau hier schon wieder so. Weißt du, es sind relativ viele Leute auf dem Server, aber keiner kommt hier angetanzt. Ich habe einen M4-Schaft gefunden. Ne, nicht Schaft. Wie heißen die Scheiße? Handguard. Oh, ich wette, ich komme jetzt hier nicht rein. Das Problem hatte ich vorhin eben schon auf dem anderen Server. Verkackter Scheiß. Wo seid ihr denn beide jetzt gerade? Immer noch ein Channel. Ja, ich Nordwest sehr viel. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier die Stadt durchqueren und dann noch ein bisschen laufen und dann bin ich auch irgendwann bei dir. Okay, ich versuche gerade immer noch verzweifelt. Vorhin habe ich es auch geschafft. Na komm. Vielleicht so. Ja, wir kommen, wir helfen dir jetzt gleich. Leute, jetzt ist sie auf dem Boden. Was soll denn das? Nein! Ich habe einen Bug gehabt. Jetzt funktioniert der Bug nicht mehr. Oh, ich kann heulen. Eben hatte ich immer zwei Waffen. Oh, was macht denn Jetzt der? eben hatte ich zwei Nimm Waffen auf dem die Rücken. Waffe in der Hand, du Spacko. Oh, ich war doch schon drin. Ich habe mir eh schon die Beine gebrochen. Mehr wehtun kann ich mir eigentlich nicht. Sagt mal, wo finde ich denn eine Karte überhaupt mal so? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne nicht wo. Ich weiß nicht, wo irgendwas irgendwo spawnt. Oh, ich hätte mir vielleicht einen Timer. Ich bin drin! Nein! Jawohl! Ich sollte mir mal eben Timer stellen. Stoppuhr läuft. So, was haben wir hier alles Schönes? Essen und Trinken sehe ich. Na, verdammt. Wie zockt ihr eigentlich? Also macht ihr eher einen auf Friendly oder? Ich versuch's. Aber Ja, ich sag mal, eigentlich eher ich schon. sag mal, ich mach ehrlich gesagt den Fehler und bin eigentlich immer der, der nur zurückschießt und nicht anfängt zu schießen. Außer ich habe gerade irgendwie was nötig wie Morphin, dann schieße ich einfach auf alles, was mir entgegenkommt. Weil ich bin schon die letzten beiden Folgen, glaube ich, nur herumgecrouched. Ja. Und ich warte eigentlich, weil ich komme hier schlecht runter, weil. Also ich komme hier schon runter, aber. Ich warte eigentlich nur darauf, dass jetzt hier irgendein Bimbo antanzt. Und meint, wolle hier looten. Und dann snipe ich den einfach mit dieser Scheiß. Wie heißt die? Die Blaze 95
90 Double Rifle weg. Aber ich kann ja eh mal, ich kann mal runterklettern. Was habe ich hier eigentlich alles? Ich habe voll viel Munitionsarten, ne? Das ist richtig schlimm. Alter, ich verrecke gleich. Ich hab nichts mehr zu trinken. Ach stimmt, Flieger, mir ist noch eine Neuerung eingefallen. Es gibt durch die ganzen neuen Waffen gibt es jetzt irgendwie so scheiß viele Munitionsarten, dass du erstmal so viel Munition findest, dass du keinen Plan hast mehr, was zu was gehört. Ja, aber das sollte ja kein Problem sein. Du musst ja nur aufs Kaliber gucken. Ja, ich weiß, aber wenn du die zugehörige Waffe dazu nicht hast, dann ist es oftmals schwierig, weil du nicht weißt, ob du die jetzt mitnehmen sollst oder nicht. Ja, einfach wegbacken. Einfach in den Dreck droppen. Na, ist auch so. So. Oh Mann, ich habe so viel gutes Zeug eigentlich dabei, aber ich steppe hier gleich an Dehydration. Wer weiß heute? Wenn du zu viel trinkst oder isst. Oder geht das überhaupt durch Essen? Ich weiß es nicht. Ja, nee, das ist ja mein Problem. Ich habe ja nichts mehr zu trinken. Ich habe was, aber dauert halt noch. Ich auch. Gib Gummi. Ich habe voll die ruinierten Sachen hier. Wieso sind die alle ruiniert? Hier ist noch ein Zombie. Da ist noch einer. Ey, ich hab dich getötet. Hä? Oh. Was ist das? Du musst es doch irgendwas zu trinken geben. Sag mir jetzt nicht, dass ich einen Bauarbeiterhelm gefunden hab. Hat von euch einer eine Karte? Nope. Nö. Musst welche Richtung können. War das dann nochmal vom Nordwest Airfield? Eigentlich genau Süden. Genau Süden? Okay. Ja, ziemlich genau Süden. Ich drück die ganze Zeit M, Alter, das ist richtig schlimm. Bin's irgendwie gewohnt, eine Karte zu haben. Ich krieche ein bisschen rum. Warum? Sei mal leise. Okay, ich dachte, ich hab Schritte gehört. Ich finde einfach nichts zu trinken, ey. Dann lauf zu mir, ich hab Trinken. Ja, hier steht schon, I'm dying of dehydration. Dann merk dir auf jeden Fall die Stelle, wo du gerade bist, damit du dir deine Sachen wieder kriegst, wenn du gute Sachen hast. Ach toll, hier sind solche scheiß Helme drin. Das Einzige, was ja an der Standalone cool ist, dass du während des Laufens in deinem Inventar rumwühlen kannst. Ja. Das ist geil und ich wette nicht beabsichtigt. Das ist eigentlich manchmal ist das echt ein Fehler, dass du in deinem Inventar rumwühlst, weil ich habe einfach mal die Langeweile, während ich laufe, mein komplettes Inventar neu zu sortieren, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Und dann laufe ich irgendwann einen Gegner in die Arme. Umarmen, bitte! Ich habe auf jeden Fall für dich diese Sticks für die Beine, ne? Das wäre richtig nice, wenn du es hier hinschaust. Ich habe gerade eine SKS gefunden. Oh nein, ich bin bewusstlos. Nimmt die SKS auch solche... Nein! Die SKS braucht. Ja, ich hab die Munition. Meine. Ich hab die Munition der SKS. Okay. Aber davon habe ich gar nicht so knapp. Quatsch, davon habe ich schon ein bisschen mehr. Aber ich frage mich gerade, nehme ich jetzt die Double Rifle oder nehme ich die SKS? Double Barrel. Was ist das für eine Frage? Ja, Double Barreled Hunting Rifle ist quicked with a single. Sie geht jetzt mitten auf der Straße bewusstlos rum. Ha. Toll. Rechts vom Nordwest sind auch Baracken jetzt neuerdings. Okay. Egal, ich bin sowieso voll, laufe ich jetzt nicht hin. Ich komme dir jetzt zu Hilfe. Das ist gut. Auch wenn ich gerade nicht zwischen den beiden Waffen entscheiden kann. Ich nehme einfach beide. Ha! Brauchen die auch einen Schnelllader? Weißt du das? Nee, die brauchen das Magazin. Scheiße, ich habe kein dieser Magazin. Ich nehme es einfach so mit. Hab ich. Ich nehme die einfach so mit. Also, bist du offen? Na. Das Gefühl gehabt, jetzt hätte jemand einen Revolver nachgeladen. Such den. Bin ich irgendwie blind? Ah, das ist so schade, dass durch Standalone einfach gar nicht an die Mod rankommt, ey. Oh, geil. Ich kann die. Ah, ne, es geht ja so. New Content. Scheiße. Ey, ich bin gestorben, wieso auch immer. Ah, mal sehen, wo ich gleich wieder spawne. Ich hab einen Shotgun-Snap-Loader.
Oh, was ein Scheiß. Ah, der brauche ich nicht. Ich muss das mal eben ein bisschen aussortieren. Nein, ich werde auf jeden Fall keine Shotgun nehmen. Dann werde ich das auch mal loswerden. Jetzt setz dich nicht hin, ey. Sei froh, dass du im Liegen essen kannst, du Hurensohn. Manu, wegen Platzmangel muss ich, kann ich dir leider nicht mehr das Buch Romeo und Julia schenken. Schade. Ich muss jetzt leider hier am Airfield verweilen. Hat aber einen warmen Platz im Hangar. Super toll. Super geil. So, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, hätte man mehr die Mod gezockt, ne? er hat sich das ein paar Tage gekauft, bevor sie draußen war. Die Standalone draußen war. Weil ich ihn dazu überredet habe. Ja, ihr müsst mal wieder die Mod zocken. Ja, muss ich glaube ich auch. Wenn ich mir das hier mal so gönne. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich es will. Wie viel Platz braucht die? Geht das? Aber sag mir nicht, dass die wegen der Munition geht. Boah, lecken! Ich dachte, man kann mittlerweile mal die in den Rucksack packen. Nein. Das geht nicht. Boah, ich dachte, man kann Waffen mittlerweile mal in den Rucksack packen, aber Pustekuchen. Wieso kannst du doch? Ich hab auch zwei Waffen im Rucksack. Kann man auch. Ja, Pistolen, aber keine. Auch Gewehre? Nein. Das weiß ich nicht. Ja, Pistole habe ich auch im Rucksack. Dann nehme ich trotzdem mal den Stift und das Papier mit, falls ich mal irgendjemandem eine Nachricht schreiben will. Jetzt kann ich den ganzen Scheiß, den ich vorher auch hatte, schon wieder mitnehmen. Toll. Weiß denn jetzt einer von euch, wie man einem Blut gibt? Nö, aber ich kann's googeln. Ja, ist ja so. Einfach mal ganz kurz googeln. Ich bin hydrated, willst mich verarschen? Ich hatte sehr viel Hunger und jetzt habe ich die komplette Dose gegessen, jetzt bin ich hydrated und energized. Ah, willst mich verarschen? Ja, aber rot oder grün hydrated? Grün. Ja, das ist ja gut. Okay. Alle noch im Rahmen. Also, das hatte ich auch immer und dann bin ich an Dehydration gestorben. Obwohl es grün war? Ja. Wolltest du mich verarschen? Nee, ist ehrlich so. Okay. Jetzt hör mal auf, ich bin jetzt erst bei Green Mountain. Okay, ich kämpfe jetzt immer noch mit dem Gedanken, seit 5 Minuten kämpfe ich mit dem Gedanken, nehme ich jetzt diese Double Rifle, Hunting Rifle oder nehme ich die SKS? Für die SKS habe ich nur leider kein Magazin, das hast du aber wiederum. Wo haben wir denn noch zu essen, ey? Wieso kann ich die Scheiße... Ersetzt er die jetzt wieder dadurch? Ne, jetzt hat er die so genommen. Oh, leck mich, Alter. Du Hund. Du Hund, du. Aber wenn ich die jetzt nachlade... Hier, nimm SKS in die Hand. Mach mal leer. Wenn ich die jetzt nachlade... Ich kann sie gar nicht nachladen. Weil ich die einzeln nachladen muss, richtig? Was musst du einzeln nachladen? Ja, die SKS, weil ich kein Magazin für die habe. Ja, dann hast du immer nur einen Schuss. Ach, was? Oder ich nehme die Double Rifle, aber die Double Rifle hat Snaploader und hat nur zwei Schuss. Das ist halt eine Sniper, die auch mit Boat Action ist. Ja, dann hast du ja aber einen Schuss schon mal mehr als in der SKS, würde ich sagen. Ist wohl besser, ne? Ja, dann nehme ich auch die. Die SKS kann ich hier später holen. Warte, ich muss Manus Geschenk noch mitnehmen. Super. Ich frage mich, ob das funktioniert. Glaub, ich bin in der Nähe von Elektro. Blackout is ruined and cannot be meant with Syrian Kit. Scheiße. Schade, meine Hose ist ruiniert. Ich wollte die eigentlich mit meinem... Ich habe so ein Syrian Kit, damit kann man anscheinend Kleidung reparieren, aber ruinierte Sachen kann man nicht mehr reparieren. Schade. Wie weit kann ich die eigentlich zeroen auf 300?